Er ist eine echte Fernsehlegende und hat wie kaum ein anderer die TV-Landschaft der 90er Jahre geprägt. Mit der Kultshow Geh aufs Ganze fesselt er damals ein Millionenpublikum, setzt im Unterhaltungsfernsehen neue Maßstäbe. Auf seine unnachahmliche Art zockt er um sensationelle Preise, schreibt mit dem verführerischen Spiel um bunte Umschläge, verheißungsvolle Kisten und legendäre Studiotore Fernsehgeschichte. Immer auf der Hut vor der wohl gefürchtetsten Niete im deutschen Fernsehen, dem Zonk. Über diese ganz besondere Zeit wollen wir jetzt nochmal ausführlich sprechen und gemeinsam in Erinnerung schwelgen. Ich freue mich sehr auf Jörg Dreger. Ja, es ist mir wirklich eine sehr große Ehre, hier heute bei dir in deinem kleinen Zockerkeller zu sein. Ist das hier so ein bisschen dein Reich? Das ist sozusagen mein Rückzugsgebiet, ja. Wenn die Kamera jetzt in die andere Richtung gehen würde, da steht denn der Wein und alles das, was auch lecker ist, und die Zigarre. Nein, das ist mein absolutes Rückzugsgebiet hier. Jörg, ich sage das ohne jede Übertreibung. Es ist mir wirklich eine große Freude, heute mit dir sprechen zu dürfen. Du bist ja wirklich einer der ganz Großen im deutschen Fernsehen. In den 90ern ging ja nichts an Geh aufs Ganze und an dir vorbei. Das ist ja etwas, was, glaube ich, uns allen noch in Erinnerung ist. Wenn du selber mal so zurückblickst, wie hast du diese ganz besondere Zeit in Erinnerung? Also ich gehe nochmal, reflektiere nochmal dein Intro, ne? Der Text hätte auch von meiner Frau sein können, den sie dir noch gegeben hat. Aber wenn du das nur halbwegs so empfindest, dann finde ich das wirklich ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank. Wie war jetzt die eigentliche Frage? Wie du selber diese ganz, ganz tolle Zeit in Erinnerung hast. Also das war ja zumindest für alle drumherum was ganz Besonderes und ja, für dich sicherlich auch. Also das hört sich jetzt vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, heischend an, aber ich habe mich nie wirklich im Mittelpunkt gesehen. Ich habe mich wirklich immer nur, was ja, also wenn man jetzt diese A, B, C und D Promi-Liste mal durchgeht, dann sage ich mal, selbst in meiner Hochzeit habe ich vielleicht bei A mal kurz reingerochen, aber eigentlich war ich B, habe mich auch wie B verhalten und bin vor allen Dingen immer bodenständig geblieben. Also ich habe natürlich wirklich, also ich schaue mir ganz selten mal eine Folge von früher an. Das machen eher dann meine Kinder, wenn ich Geburtstag habe oder sowas. Und dann kriege ich echt Tränen in die Augen, weil es war halt wirklich eine geile Zeit. Vor allen Dingen deshalb auch, weil wir wirklich, nachdem wir zusammengewachsen waren, also das ganze Kollegium, ne, das Team, da ist jeder für den anderen durchs Feuer gegangen. Das war wirklich wie eine Familie. Und jeder konnte im Prinzip machen, was er wollte, weil der andere genau, also der Regisseur zum Beispiel, also wir haben, fangen noch anders an. Natürlich haben wir, wie sich das gehört, am Abend vorher und morgens beim Frühstück nochmal die ganzen drei Sendungen, die wir geplant hatten, von A bis Z durchdekliniert. Haben nichts dem Zufall überlassen. Am Anfang gab es Streit und irgendwann war dem Regisseur klar, das ist eine Basis und wenn der Jörg nicht mehr weiter weiß, nutzt er die. Aber im Prinzip sagt er guten Tag und macht schon alles anders, als es im Ablauf steht. Das funktioniert aber nur, wenn du ein Team bist. Wenn jeder genau weiß, ja, der macht jetzt das, dann hat der eine schon das Tor geöffnet, obwohl es gar nicht, also solche Geschichten. Und das war einfach eine traumhaft schöne Zeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja vor allem etwas, was man so als Zuschauer auch gar nicht mitkriegt, was da so im Hintergrund stattgefunden hat. War eine Schweinearbeit. Das war eine Schweinearbeit. Bis hin, das war jetzt nicht das Allerschlimmste, was man zu tun hatte, also nicht das Allerherausforderndste, aber das Allerschlimmste. Die Kohle musste ja jeden Abend frisch gebügelt werden, weil du konntest ja nicht jeden Tag zur Bank rennen, sondern die wurde dann, weil sie ja zerknittert war nach dem Spiel, wurde die abends geplättet, kam in einen relativ normalen Schrank. Die Zonks waren in einem Tresor, weil die waren heiß begehrt. Die waren fast schon dafür, dass es ja eigentlich nur der Trostpreis, die Niete war das eigentlich schon das wahre Highlight. Ja. Ja, also ich kann mich ja selber auch noch sehr gut dran erinnern. Und die Menschen, die waren ja wirklich... Das heißt, da hast du Maxi Cosi noch gelegen, oder? Ja, nicht wirklich. Man ahnt das ja gar nicht. Aber es war wirklich... die Menschen waren verrückt. Das war ein Riesenhype um diese Show. Ich selber, ich kann das immer nur wieder sagen. Ich habe meine Eltern damals bekniet, mit mir nach Köln zu fahren. Ich durfte noch nicht mitmachen. Dafür war ich wirklich noch zu jung. Aber einfach nur, um in Studionähe zu sein, das mal so ein bisschen mitzukriegen. Und dann später bei der Neuauflage von Kabel 1, da durfte ich dann wirklich mal mit ins Studio. Aber ich habe dich nicht ausgewählt. Das ist tatsächlich wo du so das gut aussiehst. Das ist tatsächlich damals vielleicht noch nicht mal. Wo du so gut aussiehst. Man weiß es nicht. Aber
Hast du denn selber dieses Projekt auch so erlebt? Oder ist das wirklich dieser Hype, der bei den Leuten ist, sagst du, nö, das war ein Projekt von vielen, geh aufs Ganze? Oder ist das für dich auch selber genauso was Besonderes wie bei den Leuten da draußen? Es ist das absolut Besonderste, was mir jemals, ich sag mal, beruflich, jobmäßig widerfahren ist. Ein Grund ist der, den ich gerade ja genannt habe, dieses Zusammenhalten, dieses Zusammenspiel. Ich bin Moderator, ne? Aber ich bin kein Künstler. Ich bin auch kein Entertainer. Also das anzumaßen wäre die absolute Hölle, weil mein Fokus ist wirklich, oder meine linke, rechte Grenze ist wirklich sehr, sehr schmal. Aber innerhalb dieser Grenze, wenn ich mich da wohlfühle, wie bei Geh aufs Ganze, dann bin ich, glaube ich, wirklich zu allem fähig. Und ich habe es wirklich nur mit Herzblut gemacht. Ja, ich glaube, das ist auch das, was wirklich rüberkam, ne? Dieses ganze Spiel. Es ging da ja wirklich um bunte Umschläge. Ihr habt um Bargeld gespielt. Ihr habt natürlich haben wir auch hier so verheißungsvolle Kisten, wo man nie wirklich wusste, ob das Ganze dann wirklich am Ende ein Geschenk ist oder ob da nicht doch irgendwas Schlimmes drin ist. Und natürlich, die legendären Studiotore, das große Tor 1, ja. Das Tor 2, das Tor 3. Das sind ja alles so die Sachen, die einem noch in Erinnerung bleiben. In der ersten Phase waren die noch mechanisch geöffnet. Da hast du wirklich gesagt, ägyptische Sklaven stehen hinter dem Tor, um die Tore zu öffnen. Das war tatsächlich so. Ja, das war tatsächlich so. Und später gingen sie dann elektronisch zu öffnen, als wir bei Kabel denn waren. Wie viel Spaß hat dir das gemacht mit all diesen Elementen? Ja, so nur. Und das war ja auch wirklich auch das Tolle, dass ich dann auch irgendwann so nach dem ersten halben Jahr, da muss man sich erstmal zusammenfinden, ja, dann merkst du das Vertrauen der Kollegen und auch im umgekehrten Fall. Und dann bist du bist wirklich zu allem fähig. Wir haben zum Beispiel die Verabredung, was, glaube ich, einen Produzenten abzuringen sehr schwierig ist, zu sagen, pass auf, bitte nichts schneiden, ob ich mich erbreche, ob ich stolpere, ob da ein Kandidat auf mich zukommt, der Kaugummi kaut und die Hand in der Hosentasche, das waren dann manchmal die schlimmsten Bilder, aber den hast du halt einfach nett und charmant gesagt, komm, hier hast du Noni, geh woanders hin. Und das war alles möglich. Und ich glaube, dieses Live-Element, das hat sich dem Zuschauer auch mitgeteilt. Und ich habe es wirklich ausgelebt. Das ist ja auch das Tolle, dass wirklich, es konnte ja alles passieren. Ne? Also es konnte alles passieren. Wie viel Freiheiten hattest du da in den Spielen? Also konntest du die alle abgesprochen machen? Alle. Oder konntest du einfach mal eben? Alle. Also sie wurden natürlich immer alle abgesprochen, aber ich hatte auch in der Redaktion ein tolles Team, unter anderem den Producer. Das war dann der zweite oder der dritte. Die ersten beiden habe ich leider verschlissen. Aber das hört sich jetzt so abwertend an. Aber also es war irgendwie was mein Baby. Und ich habe um mein Baby gekämpft. Ich musste nicht immer recht haben, aber wenn ich gesagt habe, ich will das jetzt so, dann musste das auch so sein. Und dann hatte ich, der heute noch mein Freund ist, Jo Morawitz, das war dann der Producer, der die ganzen Jahre dann bei mir war, mit dem habe ich bis abends spät in der Nacht gesessen, haben die Spiele für den nächsten Tag vorbereitet, überlegt, können wir links rum, können wir rechts rum, machen wir es so, wohl wissend, dass wir alles nachher, wenn es live ist, wieder ändern. Der Regisseur, dem wir auch irgendwann klar in der Nacht hatten, wir haben ja noch gefaxt früher, ja, und zwar das Ding an der Rolle, wo nach 3 Tagen die Schrift nicht mehr zu erkennen ist. Der Regisseur hat die dann schon gar nicht mehr gelesen am Ende, weil er genau wusste, am nächsten Morgen machen wir eh wieder alles anders. Und solche Freiheit zu haben, die aber die nicht willkürlich frei ist, sondern du hast natürlich eine linke, und ich rede zu viel und zu lange, das weiß ich, unterbrich mich bitte einfach. Nein, unbedingt nicht, das ist ja genau das, was uns interessiert, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, genau das wollen wir, da könnte man da stundenlang zuhören. Das heißt aber, ihr habt die Spiele auch wirklich selber konzipiert, also da kamen keine Spieleredakteure, wie das vielleicht heute üblich ist, und sagen, so machst du das, und das wird alles auf deinem Mist. Wir haben uns, also von Staffel zu Staffel haben wir uns, damals war sowas alles möglich, ich habe damals auf Teneriffa gelebt, ne? Dann hat der Produzent es genehmigt, dass eine Woche oder manchmal 10 Tage die Redaktion, das waren 3 oder 4 Kolleginnen und Kollegen, zu mir nach Teneriffa kam. Das ist ja ein Luxus. Dann haben wir am Pool sitzend, haben wir die Spiele für die nächste Staffel und haben irgendwann auch festgestellt, die Feinheiten eines Spiels, die sind manchmal viel wichtiger als das Grobe. Weil, als wir dann angefangen haben, er hat gesagt, pass auf, wir können nicht immer Umschläge, wir können nicht immer nur würfeln, wir können nicht immer Halbkugeln, wir können nicht immer das, lasst uns, weiß ich, haben wir Aktionsspiele gemacht, von Torwand treten bis, weiß ich nicht, Dartspiele oder sowas. Das haben die Leute nicht sehen wollen. Die wollten die Würfel haben, die wollten die Umschläge haben, die wollten die Kisten haben. So, und da musst du natürlich bei 1748 Sendungen schon sehen, dass das Umschlagspiel nicht schon ruchbar wirst, wenn du mit dem Umschlag ins Studio kommst. Und da die Finessen rauszufinden und vor allen Dingen auch abzuwägen. Also eines meiner Lieblingsspiele in den Toren war zum Beispiel, du hast
Im Tor 1 ein Auto, im Tor 2 zwei Autos, im Tor 3 drei Autos. Eigentlich so simpel, ne? Aber das traut dir auch keiner zu. Jeder denkt ja, du verarschst die Leute. Also du nimmst Moment. Jetzt, weiß ich nicht, das Tor 3, dann mache ich dir das Tor 1 auf, ein Auto weg. Dann nimmst du das Tor 3, was ich nicht will, dann spiele ich mit dir so lange, dass ich dann sage, bitte, komm, glaub mir, ein Auto ist weg, bitte, bitte nimm doch das Tor 2. Jetzt nimmst du das Tor 2, dann mache ich das Tor auf, sind drei Autos weg. Ja, glaubst du noch, dass du nicht bei 800 D-Mark oder Euro später, dann sagst du, ich nehme die 800, ja, Tor 2, lass ich das. Habe, ja. Und jetzt machst du es auf und dann ist es doch mal drin. Und das Ding war dann auch sehr geil. Geil darf man sagen, ihr laut spät genug, ne? Dann haben wir das mit Bügelstationen gemacht. Also so ein Bügelbrett und ein Bügeleisen drauf. 1, 2 und 3. Und konntest aber damit spielen, ey Leute, jetzt ist Tor 1 mit einem Bügel, mit einer Bügelstation weg. Tor 2 mit zwei Bügelstationen. Tor 3. Was hast du? Ach, ist gar nicht. Hast du da wirklich wen dran? Oder? Nee, nein, natürlich nicht. Natürlich, ne? So hast du denn, also man konnte denn schon hin und wieder oder meistens suggerieren, dass jetzt im Tor 3 natürlich, weil nach drei scheiß Bügelstationen muss ja nun was Vernünftiges kommen, ne? Und sowas. Und ich, die Spiele waren auch nie so angelegt, dass ich gesagt habe, also Alex, ich nehme dich jetzt, ne? Und ich lege jetzt schon von Anfang an fest, oder gar in der Besprechung wurde festgelegt, du musst gewinnen oder musst verlieren. Nein, das hat sich entwickelt, während wir spielten. So, und wenn dann einer eben, was oft genug der Fall war, Kaugummi-Count reinkam, dann war es das für ihn. Er wusste es erst, wenn er vor mir stand oder mit Hand in der Hosentasche. Ja, meine Generation findet sowas halt einfach. Also du hast das wirklich dann so nach deiner Sympathie? Es hat sich wirklich so ergeben. Am Anfang haben wir natürlich immer versucht, möglichst viele gewinnen zu lassen. Nach dem Motto, da haben wir auch eine gute Quote. Dann stellten wir fest, und das hat das Spiel nachher auch ausgemacht, die Häme muss sein. Aber die Häme geht nie unter den Gürtel. Das, so ist auch der Zong geboren worden, weil die Amis hatten ja, weiß ich nicht, 1000 ausgebrannte Glühbirnen, eine Ampelanlage als Niete, die dir auch zugestellt wurde. Und dann, aber das ist eine andere Geschichte, noch irgendwann kam denn der Zong, dann hast du immer gelächelt, wenn du den hattest. Immer lieb haben, dreimal täglich füttern und nie fremde Hände geben. Dann haben sie gelacht. Ja, schon kein Wunder, dass er dann noch im Tresor aufbewahrt wurde, wenn er dann irgendwann so begehrt war. Naja, klar. Und den gab es ja auch erstmal wirklich dann auch nur in der Show. Das war ja wirklich ein Trostpreis, den sonst tatsächlich keiner hatte. Die Zuschauer waren auch vorher nie ausgesucht. Also natürlich sind die Kollegen, die Zuschauer, das wollte ich vorhin noch sagen, im Zusammenhang Motivation. Wir haben durchgesetzt bei der Produktion schon binnen eines halben Jahres, dass jede Aufzeichnung mit neuem Publikum versehen war. Jeweils 300 Menschen. Ja, drei pro Tag hast du drei gesagt. Haben wir gemacht. Die kamen zwischen Dänemark und Schweiz in Bussen. Die haben sich verselbstständigt. Das sind Kleinunternehmen, sind da groß geworden. So, das heißt, die standen nach jeder Aufzeichnung, standen die, die in der letzten dran waren, ja auch schon auf dem Hof. Da bist du nur ans Fenster gegangen. Und das war jetzt nicht ich, weil ich so toll bin, sondern weil das Flair so geil war. So, dann haben die schon gewunken und dann warst du für die zweite Sendung, warst du wieder guten Mutes und die dritte auch. Weil was ist schlimmer, als wenn du eine Sendung machst, die, sagen wir mal, einen gleichen Charakter zumindest hat. Und die Zuschauer müssen sich sowas dreimal hintereinander angucken. Ja, irgendwann gehen sie zur Toilette und kommen nicht wieder. aber wie war denn, du hast dieses Flair jetzt eben schon angesprochen, wie war denn das so auf dem Campus? Wart ihr da alleine? Waren da noch andere Shows? Wie war die Stimmung da? Es war ein Riesencampus, da war unter anderem ja Margarete Schreinemachers. Und der Kollege, der mich ja dann mal abgelöst hat, weil ich mich mit der Geschäftsführung angelegt hatte. Das war der, so hieß die Sendung auch, Bube Dame Hörig. Emma Hörig. Dazu möchte ich sagen, ist ein ganz feiner, toller Kollege, aber die Quote war nach 6 Wochen weniger als das war schnell vorbei, ne? Ja, und dann haben sie mich wieder geholt. Und ich meine, das ist natürlich eine Sternstunde. Dann hatte ich inzwischen das Management gewechselt, war jetzt bei Werner Klümper, dem Ex-Mann von Margarete Schreinemachers, also ein großartiger Manager, ein großartiger Jurist. Und er hat gesagt, jetzt stellen wir aber mal ein paar Bedingungen, die ich jetzt nicht erläutern werde, aber funktioniert. Wir haben eben schon so viel über Umschläge, um Geschenkekisten gesprochen. Wir haben ja tatsächlich auch so ein paar da, die ja nicht nur zur Deko hier stehen, aber vielleicht noch eine Frage. Du hast ja mit genau diesen Elementen immer gespielt. Ja. Wusstest du denn, warst du immer Herr der Lage? Du wusstest ganz genau, was da wo wie drin ist? Oder immer war das bis auf einmal und das war sehr teuer. Aber das können wir vielleicht nachher... das klingt schon mal sehr verheißungsvoll. Das heißt, im Grunde genommen, du weißt auch, was jetzt hier hinter diesen Dingern drin ist. Ja, das heißt, du möchtest jetzt, dass ich...
Mit dir oder gegen die Spiele? Ich hätte ja Bock, die Umschläge, die leuchten schon so schön. Also muss ich nur die Kamera fragen, kann ich die auch auf den Tisch legen? Dann machen wir das, weil normalerweise habe ich die natürlich dann immer hier drin. Ne? Ja, da werden sie ein bisschen und groß. Alleine sein, dieser Griff war dann natürlich schon, ja. Eigentlich müsste man den auch mal sehen. Weil du wusstest ja nicht, wie viele hier drin sind. Oder ob ich die, die drin sind, überhaupt alle nutze. So, wir haben, was fällt dir jetzt, sagen wir mal, zu den Farben ein? Also Rot ist ja nicht so schwer, Farbe der Liebe, der Erotik, ne? Grün, Hoffnung. Ja. Gelb ist schwierig. Gelb. Schwierig, ja. Signalfarbe, ja. Ja? Des Neides. Des Neides? Des Neides. Okay. Nee, dann will ich gelb nicht. Die Frage ist ja, wer neidisch ist, wenn du den nimmst, du oder ich? Ich lege ihn dir wirklich ans Herzen. Ich hätte spontan so gern den Grünen, ehrlich gesagt, okay. Genommen bei Grün. Dann würde ich jetzt den Gelben aufmachen. Ist das okay? Es ist so schwierig, ne? Das Publikum berührt ja. Nicht rein. Man ist jetzt wirklich auf sich alleine gestellt. Also wie bescheuert müsste ich sein, kleiner Hinweis noch, weil ich darf natürlich den Kandidaten, wenn ich dir helfe, müsste ich jetzt dem nächsten Kandidaten auch helfen, das mache ich nicht, also zumindest nicht verbal. Ja. Ja. Vielleicht einfach durch eine Art, ich sag mal, ja, durch eine Geste vielleicht, könnte ich. Sag mal, ganz kurz mal, wie viel mit Psychologie hat das eigentlich zu tun? Du bist ja wieder voll also sogar keine gelernte. Das ist einfach intuitiv und natürlich, hier springt dich natürlich die Farbe des Zong an, logischerweise. Und jetzt ist es ist eine Gefahr, ja? Das ist die Gefahr. Ist, Rot ist und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie du denkst, wie clever ich dich halte. Wenn du richtig clever bist, dann denkst du, da ist jetzt gerade der Zong drin, weil es rot ist. Wenn du super clever bist, denkst du, so wird der auch gedacht haben. Also ist er nicht. Man muss ja immer hier dreimal um die Ecke. Und wenn du in etwa auf meiner Stufe bist, was die Cleverness angeht, dann kommst du genau zu dem richtigen Entschluss. Okay, komm, ich nehme aber Grün, weil Grün war die erste Wahl. Es hat alles gestimmt an deiner Rede, nur das Aber nicht. Das Aber war falsch. Aber Grün ist die Farbe der Hoffnung und Rot ist mir zu. Ja, weil ich werde doch hier nichts reintun, dass deine Hoffnung auch erfüllt wird, oder? Also hier sage ich mal, ist es ambivalent. 50-50. Ja, einer von uns beiden wird neidisch sein. Ich zähle jetzt von 3 auf 0 und dann entscheidest du dich und ich sage nichts. Ich bleibe allein. Das ist wirklich unfassbar schwierig. Ich nehme Grün. Falsch. Aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht? Natürlich aus deiner Sicht. Weil, wie bescheuert müsste ich sein, wenn ich einen so großartigen Interviewer habe, der hier quasi mein ganzes Berufsleben erzählt, wenn ich den in die Pfanne hauen würde. Ja, was kannst du alles im Schnitt mit mir dann anstellen? Das würde ich doch nie. Nee, wir schneiden das ja nicht. Das ist ja alles, was ihr hier seht, ist tatsächlich so, wie es passiert ist. Wir schneiden hier gar nichts, aber. Tja. Ja, der rote Lock natürlich auch. Nein, komm, ich bleib bei Grün. Das war die erste Wahl. Welche soll ich öffnen? Den du auf keinen Fall. Gelb will ich auf keinen Fall. Gelb willst du auf keinen Fall. So. Das ist die Panne. Da hatte ich mir gedacht, also wenn du den Umschlag genommen hättest, hättest du eine Panne aus deinem Leben erzählt, zum Beispiel, dass du heute überhaupt hier mit mir bist. Das ist eine große Ehre, das habe ich schon gesagt. Oder ich hätte aus meine erzählt. Und jetzt haben wir nochmal die klassische 50-50 Chance. Ich will dir ja bis zum Schluss die Chance. Das heißt, wir gucken mal, über was wir reden, über was das nächste Thema, was der nächste Thema ist. Wenn wir so weitermachen, müssen wir über die Sendezeit langsam reden. Ja, das stimmt. Soll ich wechseln? Ich bleibe noch mal bei Grün. Hast du jetzt das Publikum gefragt, oder was? Ja, ich habe es versucht. Aber es kommt keine Reaktion. Ich bleib bei Grün. Okay. Kannst du das Zonggeräusch machen? Mach mal. Möchtest du das jetzt wirklich hören? Nee, das wollen wir eigentlich nicht hören, ne? Ja, eben. Das ist so gemein, wirklich. Ich weiß gleich wirklich nicht mehr, was ich will. Okay, komm, pass auf, ich vertraue dir. Ja, mach das. Was nicht unbedingt bei jedem funktioniert hat, dann nehme ich tatsächlich Rot. Na, siehst du. Das nämlich wäre gewesen eine Anekdote, also ich sag mal auf gleichem Preisniveau wie die Panne, die du erzählt hättest aus deinem Leben. Kann man machen, wäre interessant gewesen, ja. Okay. Oh Gott, so. Ich habe, also, ja, Rot, Gefahr. Also 10 Euro, wenn du den nicht nimmst. Nee, 10 Euro. 20. Nein. 30. Umschlag. Also ich meine das jetzt mit dem Geld ehrlich, ja? Ich habe es jetzt zwar nicht in der Tasche, weil ich bin so ein bisschen rausgewachsen. Nicht gebügelt, wir haben ja gehört, dass das ich bin so ein bisschen rausgewachsen jetzt bei Corona aus dem Handschlag. Deswegen hat das Geld nicht mehr. 50 Euro, wirklich. Versprochen auf die Hand, wenn du ihn nicht nimmst. Umschlag. Denk mal an eure Reisekosten, was dieser Tisch gekostet hat. Den Umschlag. Umschlag.
So, dürfte ich jetzt den Kollegen von der Kamera mal bitten, dass er wie früher meine Assistentin mir einfach den Song zuwirft? Oh nein. Ja, geile Flugbahn. Warum brauchst du den jetzt? Oh nein. Ich habe noch gesagt, ich vertraue ihm. Ne? Ich habe es noch gesagt. Aber ich finde, für den Spielverlauf war das auch völlig in Ordnung. Aber, oder? Guck mal, ich habe jetzt tatsächlich einen Song. Das ist, aber pass auf, dann lass uns doch über den Song sprechen. Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, dass der so unfassbar begehrt war und dass man den auch als Trostpreis dann... Wie kam es dazu? Was ist das überhaupt für ein Tier? Ich versuche es jetzt entgegen all dessen, was du bis jetzt erlebt hast, kurz zu machen. Also wir haben wie alle Sendungen, die aus dem amerikanischen oder von einem anderen Markt adaptiert werden, also 1:1 in etwa umgesetzt werden, haben wir halt auch die Nieten übernommen. Das waren also, wie gesagt, die 1000 ausgebrannten... Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch und. Und er sagt, irgendwo muss was anderes her. Und die Reaktion der Kandidaten war natürlich auch immer grausam. Und dann waren wir, es war Zufall, mit den damaligen Junior-Produzenten Erasmus Bölte auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und schleichen da einfach nur so rum, also hat noch an gar nichts Bestimmtes gedacht, und kommen an den Stand von Sigi Kit, die ähnlich wie die Steiftierchen solche Tierchen fertigen, ne? Und da war der in Grau, und daraufhin sagte Erasmus, ey, guck mal, den vielleicht in Rot und. Dann hat uns eine von den Damen, hat uns das Ding nochmal skizziert, haben wir uns das angeschaut. Aber das ist es. Und der Name Song kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet in der Tat sowas wie blöder Preis, Niete. Also es hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Wird natürlich anders geschrieben und anders gesprochen mit TH, deswegen haben wir gesagt, den Deutschen wir ein Song. Und das war er. Und seitdem ist der ja untrennlich mit mir verbunden. Ja, und mit den Zuschauern auch. Ich glaube, das ist ja neben dir wirklich der heimliche Star dieser Show einfach gewesen. Ich befürchte, ich war von da in die zweite Reihe zurückgetreten, ja. Ja, aber passt jetzt sogar gerade farblich sehr gut zu dir. Ja. Also das ist wirklich wie Vater und Sohn. Was ist das? Ist das eine Ratze oder ist das einfach ein Fantasietier? Das ist ein Fantasietier, ja. Ja, und wir können auch das Geschlecht nicht bestimmen. Also das ist wie bei Gartenzwergen, da weißt du ja auch nicht männlich oder weiblich, sachlich, keine Ahnung. Nein, haben wir auch immer offen gelassen. Wir haben ihn manchmal färblich ein bisschen, wir hatten den Besuch vom Mars bekommen, da kamen wir dann als Grüner. Wir haben ihn mal ganz in Weiß, um die Unschuld dieser Sendung zu betreuen und solche Geschichten, aber durchgehend war es er eigentlich, und den hatten wir dann noch in dieser Größe und dann den 2,20 Meter Zong, der dann im Tor stand. Wir haben ja eben jetzt gerade gespielt, aber wie nervös warst du denn vor diesem Spiel, vielleicht auch gerade am Anfang, dass das auch alles so aufgeht, wie du das gedacht hast, oder war dir das auch völlig wurscht, weil du es wirklich einfach dann gemacht hast? Ich habe eine Grundnervosität bis heute. Ich mache das ja dankenswerterweise auf großen Galas. Kommt immer wieder die Antwort, nicht nur moderieren können wir nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das ist wunderschön. Und das mache ich auch regelmäßig und so wie in der Sendung. Also ganz am Anfang war es ganz schlimm. Da haben auch die Knie gezittert. Dann hatten wir ja Gott sei Dank in den 90ern die etwas weiteren Hosen. Das heißt, du hast das Knieschlacke. Ist das wirklich so? Du erzählst mir das so. Wirklich so. Das hast du nicht gesehen. Schlimm ist es natürlich, wenn sich das auf den Arm überträgt, den du dann vor allen Dingen noch dem Zuschauer... Stimmt, das ist immer das große Mikrofon auch. Ne? Naja, klar, weil ich das Mikro ja brauchte, wenn ich jetzt mit dir mit den Umschlägen spiele, habe ich hier das Mikro, aber ich muss es ja hier am Mund haben und habe dann hier logischerweise gespielt. Da gab es auch schon eine bessere Technik, wo ich euch sage, Leute, lasst das so. Also dieses Ding war wirklich, es sah ja so grausam und so hässlich aus, aber es war dann irgendwann was. Aber genauso typisch wie der Song, genauso typisch wie die Tore, das war eigentlich das war auch ein Erkennungsmerkmal. Ne? Genau. Jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen. Nein, das ist so beantwortet. Also okay. Die Frage war tatsächlich, wie nervös du warst, dass das auch alles so aufgeht. Und das ist bis heute so. Und ich muss sagen, also es mag Kollegen geben, die von jeder Nervosität befreit sind. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die da so tun, kurz vor Auftritt anzukommen, und jetzt, hoppla, jetzt kommt Eddie so ungefähr, den kennt ihr nicht mehr, Eddie Konstantin, so hieß er, das war so einer, ja, dem gehörte die Welt, ne? Das funktioniert nicht. Du musst, es gibt, ich sag mal, diese Vollprofis, die aus dem Stegreif, weiß ich nicht, Gottschalk wahrscheinlich, die sowas einfach hinhauen oder die total authentisch sind, so wie Stefan Raab, der wird auch nie nervös gewesen sein. Aber wenn du, es sind keine Selbstzweifel, es ist einfach Aufregung.
So, und dann. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Was, also, das wollte ich gerade sagen. Das trägt manchmal auch der Qualität der Sendung zu, weil du halt innerlich auch entsprechend gespannt bist und nicht abgefuckt reinkommst und sagst, hey, hallo, da bin ich und komm, hast du Lust, sondern du bist halt selbst aufgeregt und das überträgt sich. Und dann freust du dich halt riesig, wenn du spätestens beim zweiten Kandidaten merkst, ey, die ist ja ganz ruhig, die Hand. Und wir haben ja auch nie Kandidaten genommen, die vorher gecastet waren. Also natürlich haben die Kollegen beim Empfang gesagt, ach, guck mal da, die nette Oma oder ah, guck mal da, die Silikontante da, das ist schon lieb. Ja, so. So, und dann, das habe ich sehr oft gemacht, weil dann bist du erstmal drin, dann hast du schon mal jemanden. So, wenn ich aber mit dir spiele, gucke ich ja jetzt überall rum. Also zum Beispiel der Kameramann, den würde ich sicher dir vorgezogen haben in dem Augenblick. So, also ich sehe, wie die anderen dann reagieren, ja, und dann hast du die Gesichter und dann, ja, und deswegen habe ich mir die selbst immer ausgesucht. Lass uns nochmal, du hast ja eben schon ein bisschen gerade an die, über die Anfänge. Jetzt bist du böse, ne? Nein, überhaupt nicht. Sonst ist das Gesicht verbrannt, das nochmal zeigen, geht nicht, ne? Das geht zum Glück nicht. Dreh doch aber mal es kann, rum, es dreh doch mal rum. Es kann ja nur besser sein, er schüttelt den Kopf. Aber lass uns tatsächlich vielleicht nochmal, weil das ist ganz interessant, dass so an die Anfänge zu gehen, nicht bevor es im Studio losging mit dem Schlottern, sondern überhaupt mit der Show. Also Let's Make a Deal, das Original gab es ja. Wie ging das los? Kam da irgendjemand auf dich zu und sagt, hey Jörg, wir haben da eine tolle Idee, mach das mal oder bist du an die Leute rangetreten? Wie bist du überhaupt zu dieser besonderen Sendung gekommen? Die Frage ist sehr gut. Die kannst du ja nur haben, weil du das Buch gelesen hast. Jetzt habe ich es ins Spiel gebracht. Nein, es liegt ja auf der Hand. Nein, das war, also ich hatte Nachrichten gemacht bei Sat.1, habe gekündigt, weil man mir etwas versprochen hat, fest versprochen und nicht gehalten hat. Und dann ein anderer Kollege aus Amerika, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, die Sendung übernommen hat. Also das Anchorman-Prinzip sollte ich machen. Aber dann hat man einen anderen vorgezogen, der war verdienter als ich, ein toller Kollege, aber man hätte es mir sagen können. Also bin ich gegangen, was ich immer mache. Wenn mir etwas nicht passt, haue ich einfach ab, egal wie die Konsequenzen sind. Bin zum ZDF gegangen, die haben mich genommen, ich sollte das Mittagsmagazin machen. Das war keine schlechte Alternative. Keine schlechte Alternative. Dann bat ich noch um Bedenkzeit, bin auf meine Lieblingsinsel, aber immer nur im Winter, wenn es möglich ist, nach Sylt gefahren. Und dann besuchte mich der neue Programmdirektor von Sat.1, Martin Kammel, ein Österreicher. Und bat mich geradezu, wieder zu Sat.1 zurückzukehren, aber eben nicht zu den Nachrichten, sondern zur Unterhaltung. Das war nach der Wendezeit, musste Sat.1 ja Flagge zeigen in Berlin, also von Mainz auch gewechselt. Anfang 90er und so. Anfang 90er. Und nach Berlin ziehen. Also bin ich rüber, aber die Sendung, die sie geplant hatte, kam nicht in die Hufe. Also machte ich Frühstücksfernsehen mit Wolf-Dieter Herrmann damals zusammen im Wechsel. Nicht so schlecht, aber auch nicht so der Riesenbringer, ne? Und zog sich und irgendwann sagte dann Martin Kammel, du, da gibt's ein neues Format in München, wird das, sitzt der Produzent, schau dir das mal an, ob das was für uns ist, ist Let's Make a Deal. Dann bin ich dahin, habe gesagt, also das Ding machst du nie, weil die Amis haben einen anderen Humor. Also die haben das, was wir jetzt hier auch machen, dieses Spielen miteinander, das haben die gar nicht gemacht. Er hat gesagt, nimmst du das oder nimmst du das, dann hast du dich entschieden und dann war es aus, dann hast du das Tor gekriegt und einen Chinchilla-Pelz oder was es war, aber dieses Interaktive war dann nicht. Ich habe gesagt, das ist ja nur... Aber das ist ja schon krass am Anfang, wenn man überlegt, was da für ein Monster-Ding draus geworden ist, zu sagen, das machst du nie, das ist so der erste Impuls, ja, dass das überhaupt nicht ist. Ja, und das ist ja in Amerika ist das ja noch erfolgreicher gelaufen, Let's Make a Deal, als bei uns. Ich weiß nicht, es läuft, glaube ich, heute noch. Monty Hall ist der Moderator gewesen, der hat auch der Produzent und hat das auch alles erfunden. Aber das war also nichts für den deutschen Markt und für mich schon gar nicht. Den habe ich gecastet und habe, das sagen ja Fußballer heute auch, wenn sie dann irgendwie den Elfmeter verschossen haben, fassen sich an die Wade und sagen irgendwie scheiß da oder keine Ahnung. Also kein gutes Gefühl. So, also alles ist schuld, nur ich nicht. Aber ich habe es bewusst falsch gemacht. Also ich habe einfach auch nur der gemacht. Und dann ging ich in die Garderobe und sehe an der Garderobe mit Bild ein Namensschild. An meiner Garderobe war weder ein Namensschild, geschweige ein Bild. Und sehe den Namen und sage, oh verdammter Hacker. Also es war ein Casting. Ne? Ich sollte mir A angucken, das heißt, es war noch ob es was für Sat.1 ist. Und dann hat Kramer gesagt, du, wenn du schon mal da bist, lass dich doch mal casten. Vielleicht ist es was für dich. Weil wir haben im Moment ja außer Frühstücksfernsehen, haben wir ja nichts für dich. Und dann habe ich den Namen gelesen und gesagt, ey, der ist gut, der Typ. Der kriegt das Ding. Das geht gar nicht. Dann bin ich nochmal zum Produzenten. Dann muss ich gucken, ob mir der Name gleich einfällt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn im Buch erwähnt habe. Bisher habe ich das eigentlich immer. Ich überlege es mir. Okay. Er war früher Schauspieler, Kinderstar. Versteckte Kamera hat er auch gemacht. Na, wenn dir das nicht hilft, dann sag ich es auch nicht.
Tommy Orner war das. Ja. Stimmt, der hat auch mal versteckte Kamera gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja, mit mir auch. Die ist prämiert worden bei der BBC und das war richtig, also gut, das ist aber was anderes. Also der hat sich herausgefordert, allein ja, sein Name. Ohne, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe nur gesagt, der ist als nächster dran, der kriegt das Ding. Na, ich gesagt, nee, also bin ich zu den Produzenten und muss ich sagen, also ich weiß nicht, wann das nochmal geschehen ist in der Geschichte des Castings, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt noch gerne einmal richtig, aber ich war ja auch vom Sender geschickt. Also mein Urteil, die Sendung ja oder nein, wäre nicht das allein Entscheidende gewesen, aber war schon nicht unwichtig. Ne? Und dann durfte ich es nochmal machen und dann habe ich es halt so gemacht, wie es sich dann später entwickelt hat und dann habe ich es auch gekriegt, ja. Ja, krass. Also vor allem, wenn du wenn du auch dann wirklich dieses Spiel... Ja, ziemlich dicht, oder? Ja gut, das gehört zum Fernseher dazu. Aber ja, das Besondere war ja, glaube ich, oder weil du auch sagtest, dass man dieses aus dem amerikanischen Markt nicht so eins zu eins übernehmen kann. Ich glaube, das Besondere war ja dann wirklich mit deiner Person verbunden, eben das, was wir eben auch erlebt haben, glaube ich, dieses Spiel zwischen den Menschen. Wie war das, wenn du in das Studio gekommen bist? Da ist neues Publikum, du kommst rein, geht dann der Blick gleich so durch, gerade wenn eben nichts gecastet war, wie hast du die Kandidaten ausgesucht? Hat das da irgendwie eine besondere Magie gegeben? Hast du einfach gesagt, nee, komm, der, oder wie bist du da vorgegangen? Mich zum Beispiel, das haben wir auch gehört, hat er ja nicht ausgesucht. Ne? Ja, das mag daran gelegen haben, das kann zwei Gründe haben. A, dass du selbst so bescheiden warst, dass du nicht irgendwie so gemacht hast oder irgendwie in Köln war das ja ganz schlimm. Beim Sat.1 ging es ja gut, da hatten sie mehr Lederhosen an nachher zum Schluss, aber in Köln haben sie ja wirklich nur Karnevalstrachten getragen. Ne? Weil man natürlich dachte, je auffälliger ich mich kleide, desto eher komme ich rein. Aber das hat sich nachher mit der Zeit gelegt. Und das Zweite, warum ich dich nicht genommen haben werde, ist, weil ich musste, weiß ich nicht, 15 Treppen runtergehen. Und wenn du eben kein Entertainer bist, sondern einfach nur Moderator, dann ist das ist ein Höllentrip. Ja? Also elegant runtergehen, Stufe für Stufe, die Leute stehen auf, Standing Ovation, was ja alles toll ist. So. Also bin ich meistens erst immer runter in der Hoffnung, ich stolpere nicht und komme erst mal unten an. Na klar, aus dem Augenwinkel hast du da oder da. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Meistens haben die Kollegen ja dann schon gesagt, also pass auf, der erste Kandidat, weil die das ja alle auch wussten, der Regisseur hat gesagt, pass auf, der erste Kandidat, den du nimmst, das ist die Nummer sicher. Dann nimmst du den oder den, Reihe 4, zweiter, was weiß ich. So. Nein, dann guck mal da schon mal hin auf jeden Fall. Dann ist wie beim Torwart. Wenn du den ersten reingehst, kannst du nach Hause gehen, hast den ersten gehalten, hältst du 90 Minuten mit Verlängerung locker durch. Das heißt, während ich dann mit dir spiele, wird mir zum Beispiel dein Kameramann auffällig. Ne? Das heißt, da hast du aber schon rechts und links auf jeden Fall. Ja, aber nein, natürlich. Weil er so gut aussieht, ne? Ja, natürlich. Aber das war natürlich auch gefährlich. Du konntest natürlich nicht immer nur die süßen, wunderbar ausschauenden Mädels nehmen, wozu man versucht ist am Anfang natürlich. Ne? Weil also das ist dann, also A, ist, rein, ja, rein klar, Quote, weil ist ja klar, dass er die nimmt. Ne, sowas. Also bist du ins andere Extrem, dann hast du die über 60, 70-Jährigen genommen. Man sagt, also das ist ja jetzt nur die Midlife-Phase, also irgendwann spielt sich das dann aber ein. Und was der Sender nicht verstanden hat, ich glaube, bis heute nicht verstanden hat und kein Sender dieser Welt jeweils verstehen wird, zu sagen, ey, nichts über 30. Ich sage, Leute, wie bescheuert ist das, ja? Ja, das verstehe ich tatsächlich auch. In der Rückkopplung, weißt du genau, wenn du zum Beispiel, ist jetzt ein bisschen extrem, aber auch, nein, ist repräsentativ. Also ich spiele mit einer Dame, ich sag mal um die 70, die nett aussieht, die sich nett angezogen hat, die aus ihrem Leben schöpfen, was erzählen kann, die Humor hat. Und mit der rede ich, da sind die jungen Leute am Fernseher völlig emotionaler, als wenn ich jetzt, sagen wir es jetzt mal ganz primitiv, mit einer Hochdekotierten gespielt hätte. Ja? Da kommt nichts mehr rum. Ja. Da kommt nichts mehr rum. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist, also ich würde jetzt wirklich nicht sagen, ich bin der Größte, aber ich weiß, dass diese Sendung nie ohne mich funktioniert. Was sich ja, wir haben es ja schon kurz angedeutet, auch bewiesen hat. Auch bewiesen ist und auch nie nochmal ohne mich funktionieren wird, weil die Liebe einfach da ist. Aber das Gespür zu haben, mit wem spiele ich, den Mut zu haben, wenn jemand sich unflätig benimmt, auch wirklich sympathisch, aber ernsthaft sagen können, du, hat echt keinen Sinn mit uns, was hältst du vom Huni und gehst heute Abend noch lecker essen, so, und dann hat, so.
Aber hat ja auch den Reiz für den Zuschauer ausgemacht, weil man ja im Zweifel vor dem Fernsehschirm genauso gedacht hat. Auch dann, das hat ja nicht mal was mit Schadenfreude zu tun. So gut, dass er den jetzt mal charmant absetzt. Das Geilste war, du kannst an den, wir schneiden ja nicht. Ne? Also soll ich noch ein Beispiel erzählen? Ansonsten sag ich lieber nicht, weil die Zeit ist schon rum. Du kannst vielleicht mal, wir hatten es ja gerade, vielleicht komme ich nochmal darauf zurück, eine Anekdote erzählen. Also ist da tatsächlich mal irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen oder irgendwas nicht so, wie du wolltest? Rollstuhlfahrer. Also die Chemie-Physiksaal des Studios gebaut, wie eigentlich die meisten Studios, aber bei uns sehr, sehr, sehr steil. Also ich stehe oben, bis zur ersten Reihe runter, war so. Aber wenn die Leute sich rumdrehen oder so, du siehst schon irgendwas und irgendwie fiel mir ein Herr auf. Ich kann dir bis heute nicht sagen, warum, wo ich gesagt habe, erste Reihe in der Mitte. Fährt jemand mit dem Rollstuhl vor. Das erste Mal im Tor, das weiß ich bis heute, war eine Sonnenbank, ein Motorrad und zwei Motorräder. Also erstmal nicht ideal. Ja, weil du bist ja so, jetzt schrie ich alle, Schluss, aus, Ende, Anfang, Neuanfang. Und das war jetzt genau das, wo ich gesagt habe, Leute, genau das nicht, weil das brüskiert diesen Herrn, mit dem ich spiele, ja, weil er genau weiß, warum wir abbrechen, geht nicht. Der ist vorgefahren. Ah nee, der rief noch, als ich runterkam, in Kölner war das, rief noch sinngemäß, ja, ich fahre schon mal vor, ich warte auf dich. Da habe ich gesagt, oh, das ist schon mal und sehr der geil. Der freut sich ja noch wie Bolle. Der freut sich noch wie Bolle. So, jetzt weiß ich, was in den Toren ist. Wir fangen an zu spielen und ich versuche ihn auszukaufen. Bis 5000 D-Mark bin ich gegangen, weiß ich auch noch wie heute. Aber das machst du dann alles spontan. Du denkst, okay, wie rette ich das jetzt, wie mache ich das? Ja, 500, 800, natürlich ein bisschen gespielt, ein bisschen erzählt, was passiert ist oder was weiß ich. Mich neben ihn gekniet, wo er sagt, hey, kannst ruhig stehen bleiben, Junge, ich kann dich schon so verstehen. Also der Typ war sensationell, ne? So. Aber die Preise waren halt immer noch da. Und irgendwann bei 5000 sagte er, Junge, kannst jetzt mal aufhören, kannst mit mir noch, wollen wir noch mal von vorne anfangen, spielst mit mir mal richtig. Das war, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut. Ja, das war so geil. So. Und dann haben wir das Spiel neu angesetzt. Dann habe ich noch gesagt, und was ist, wenn jetzt hinter dem Tor irgendwo ein Motorrad ist? So, da können wir doch zu zweit fahren, ne? Ja, das ist natürlich dankbar, ne? Da konnte ich schon sagen, du vorne oder ich hinten. So, das können wir immer noch klären. Und jetzt wusste ich ja, es sind ja noch in dem Tor sind zwei Motorräder drin. Jetzt habe ich so gespielt, dass das Tor, jetzt heule ich gleich, das gibt es überhaupt nicht. Dann haben wir auf die zwei Motorräder gespielt. Und jetzt konnte ich seinen Spruch wieder aufnehmen, wir fahren zu zweit. Weil ich gesagt, das machen wir, mal gucken, wer schneller ist. Weil so frech konnte man jetzt sein, so geil war der Typ. Aber das war, Blutsturz am Anfang. Ja, sauber. Aber nicht abbrechen. Nee, aber so. Aber was hätte der sich gedacht in dem Moment? Ja, wenn du sagst, jetzt ab, und er weiß ja ganz genau, warum. Nicht, weil irgendwie ein Brenner kaputt ist, sondern er weiß genau, wir haben wegen ihm abgebrochen. Das ging gar nicht. Ja, das wäre echt krass. Aber ja, muss man natürlich auch, weil du eben gerade gesagt hast, du bist nicht so der Showmaster, aber das muss man natürlich auch können, so eine Situation so charmant und dann auch so zu retten, dass es dann auch unterhaltsam und alle sauber dabei rauskommt. Weil man Menschen mag. Ja, so wie ich deinen Kameramann mag. Und dich natürlich. Das will ich auch. Eine Option, und es gab ja immer zumindest mal so die Überlegung oder Gerüchte, hätte man die Tore austauschen können? Habt ihr mit Drehbühnen mal gearbeitet? Das waren ja immer so Sachen, die mal so rumgewabert sind. Jetzt, wo ich die Formel habe, kann man das ja mal fragen. Die waren nicht nur gewabert, die waren natürlich auch vom Sender ab und an und immer wieder mal ins Spiel gebracht. Aber A, natürlich bei drei Toren schon sehr, sehr, sehr aufwendig und teuer. Und das Zweite, und damit haben wir uns durchgesetzt und bei der Sender auch einverstanden zu sagen, wenn wir eine Drehbühne haben, und ich spiele jetzt mit dir und die Ausgangslage ist Tor 3, weiß ich nicht, ein Auto. Und du bist aber irgendwie unsympathisch oder der Produzent denkt, oh, scheiße, schon wieder ein Auto raus, ist blöde, drehen wir das Ding schnell rum und dann steht ein Kühlschrank da. Und um das zu vermeiden, haben wir dann die Tore immer geöffnet, weil hinter den Toren war ein riesen Lagerraum. Da standen die Autos auch ohne Ende, die Motorräder. Die mussten ja auch jeden Abend noch gewaschen werden, immer wieder. Ja, das Geld gebügelt, die Autos gewaschen. Und es war schon eine Schweinearbeit, aber damit war klar, so schnell können wir nicht austauschen. Das heißt, alles das, was man gesehen hat, war auch immer genau das und war auch absolut so, ja. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich war in der Show, habe es nicht geschafft, ausgewählt zu werden. Ich hätte vielleicht, wirklich, ich schiele hier auf diese Kiste, ich zeige dir überhaupt erstmal, dass wir die Dinger sehen. Die sieht natürlich jetzt auch sehr edel aus. Würdest du? Ja. Mit mir? Also ich würde dich sofort als Chefrequisiteur und natürlich deinen Kollegen auch als Kameramann. Ja, damit nichts zu tun. Okay. Würdest du mit mir um diese Kiste spielen? Ja, machen wir. Ich weiß, dass Würfeln
von dir ja auch so eine Leidenschaft nicht nur war in der Sendung, ja, sondern auch tatsächlich ist. Und vielleicht können wir ja um die Küste. Du brauchst eine Unterlage, ne? Ja. Seit 2006 bin ich dem Würfel verfallen, aber nicht dem Würfeln um Geld und so, sondern um Entscheidungen. Aber bis ich dir das jetzt erklärt habe, sind wieder 10 Minuten. Geh zurück auf. Aber vielleicht trotzdem, was macht denn die Leidenschaft aus? Weil Würfeln, das zieht sich ja, ne? Das war ja wirklich in der Show auch schon so ein ja. Punkt. Also warum gerade das? Weil ich sag mal, wenn man um etwas spielt, gibt es doch wirklich nichts Geheimnisvolleres, jetzt auch für die Kamera. So, was ist jetzt da drunter? Und das denn so ganz langsam, und dann haben wir jetzt, die Decke ist natürlich zu niedrig, sonst hätten wir jetzt einen Kran hier, der dann das Bild dieses Würfels zeigt. Aber mein Würfel, abgesehen vom Spielen, geht auch darum, dass ich dem Würfel Entscheidungen übertrage, indem ich sage, also pass auf, machen wir ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt Lust, anschließend essen zu gehen. Ne? Dann frage ich jetzt ab, der sagt, du sagst Italiener, du sagst Grieche und ich sag Jugoslawe. Und dann sagen wir, pass auf, machen wir ganz einfach. 1 und 2 für den Griechen, 3 und 4 für den Italiener, 5 und 6 für den Jugoslawen. Oder du kannst natürlich auch die Quote auch ändern. Sagst also 1, 2, 3, 4, 5. Ich esse was und nur bei der 6 esse ich nichts. Oh Gott, bloß nicht die 6. Und das kann man natürlich auch, also ich habe es zum ersten Mal 2006, gehe ich in den Dschungel oder gehe ich mit meinem Sohn auf den Jakobsweg? Und du hattest eine Anfrage für den Dschungel? 2006 die erste. Es folgte noch die ein oder andere. Wir wissen ja, das war damals, also ohne jetzt über den Dschungel groß zu reden, damals ging gar nicht, beide Kinder waren noch schulpflichtig. Geht nicht. Weil was die unter Umständen, weil man konnte ja damals, also ne, kann ja ausreden. Aber das hast du ja aus solchen Gründen entschieden oder nicht gewürfelt, oder doch? Doch, wir haben gewürfelt, weil mein Sohn unbedingt wollte, dass ich gehe. Na klar, der war damals 11. Ey Papa, mach mir den Tarzan. Das ist eine ganz geile Nummer. Wir hatten aber gleichzeitig Habe gelesen, Jakobsweg. Und ich bin ja am Rande des Jakobswegs selbst als kleiner Junge groß geworden und haben das Buch gelesen beide. Und ich sage, pass auf, wir machen eins, wir würfeln jetzt 50-50. 1, 3, 5 weiß ich nicht, oder 2, 4, 6 das andere. Wenn ich gewinne, gehst du mit mir auf den Jakobsweg, das war 2006, oder ich spiele für dich den Tarzan oder den Hampelmann, wie auch immer. So, und ich habe auch nicht beschissen, sondern ich habe wirklich ernsthaft gewürfelt und Gott sei Dank fiel es auf den Jakobsweg. Und das war mein erster Jakobsweg 2006 mit meinem damals 11- oder 12-jährigen Sohn. Sensationell, wenn Vater und Sohn 4 Wochen 700 Kilometer laufen. Das war schon sehr, also, also wirklich fast schon Lebensberatung. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir spielen Best of Three. Mhm. Ich auch, ja. Ja. Und du sagst mir jetzt einfach, nimmst aber bitte die Hand weg, ob deine Zahl höher oder niedriger ist als meine. Und dann ist es schon. Aber wie gesagt, Best of Three spielen wir. Meine ist höher. Deine ist höher. Gut, da du die Entscheidung schon, kann ich ja mal gucken. Ja gut, darfst auch mal gucken, aber so, dass ich es nicht sehe. Wollt ihr mitkommen? Wenn ich die... Ach so, ja, wer... Ja. Wenn ich es dir jetzt erlauben würde, die Ansage zu ändern, würdest du dann diese Chance ergreifen? Nee, ich bleib dabei, meines höher. Dann hast du die 4 Deck auf. Hellseher bist du auch noch. Minenspiel ist alles. Wollen wir nochmal würfeln oder willst du es drauf ankommen lassen? Ich habe die 5. Weil ich habe hier geguckt. Du hast eben habe ich dir vertraut und ich habe den Song bekommen. Nee, du hast nicht die 5. Ich habe geguckt, ne? Ja. Heißt ja nichts. Das stimmt. Ich erinnere mich noch an den roten Umschlag von eben. Nee, okay. Deck auf. 1-0 für dich. So. Ja, der war geil. Gut widerstanden. 1-0 für dich. Ansage jetzt. Achso. Wieder höher. 5. Ja, glaube ich auch. Dick auf. Boah! Ich weiß nicht, ich kann da nichts für. Also, das hatte ich jetzt im Gefühl tatsächlich. Also der Alex hat ja vorhin irgendwann, ich glaube, wiederholte Male gesagt, es wird nicht geschnitten. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, Leute, das gibt's nicht. Ey. Darf ich was Kräftiges sagen? Bitte. Ich kack hier ab jetzt. Das ist der Mann, der eigentlich zockt. Weißt du, woran das liegt? Ich habe die vergeblich gesucht heute. Ich habe ja natürlich die Original. Das sind deine Würfel. Aus Las Vegas, die echten Caesar's Palace Würfel.
mit denen ich immer nur spiele. Und die habe ich gesucht heute Morgen, als wenn das Universum eingegriffen hätte, nachdem du geschrieben hast, wir fahren jetzt los, ne? In Hannover oder Hamburg. Da ich gesagt, so, jetzt brauche ich die Würfel. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe die sonst immer in der Tasche. Ich habe sie immer bei mir. Wirklich, du hast sie immer für immer alle Situationen? Immer dabei. Und ich weiß nicht, wo ich sie gestern Abend hingelegt habe. Es gibt es jetzt, ich habe jetzt, ja, was soll ich noch lange rummachen? Natürlich habe ich verloren. Aber ich würde jetzt gerne, können wir das vielleicht so machen, dass wir sagen, das war jetzt ein Trainingsspiel. Da wäre ich ja schön blöd. Alex, ich werde nie wieder, ich werde nie wieder gegen dich gewinnen. Du glaubst nicht, wie mich das jetzt wirklich anpackt. Ne? Doch, man merkt es. Man merkt es. Ne? Ja, aber selbst wenn aber du ich jetzt glaube, sagst, das kommt einmal im Leben vor, oder? Dass sowas hier passiert. Selbst wenn du jetzt sagst, ich glaube, du hast meinen Becher gehabt, aber das bringt jetzt auch nichts. Nee, ich glaube, wir kommen da. Du bist aus Otto Brunn. Du kommst aus der Nummer nicht mehr 27.01.1999. Guck dir das mal an. Du willst ablenken, oder? Nee, also ich sage mal, selbst wenn du jetzt darauf einließest, zu sagen, es war eine Probe, ist die Schmach ja nicht mehr von mir zu nehmen. Das ist echt so ein Mist. Krass, das muss man sich mal vorstellen. Krass. Gegen den Zocker schlechthin und dann als fürchterlicher Leid. Das heißt aber, ich darf jetzt... Du darfst jetzt auch, lass uns aber trotzdem noch einmal spielen, aber es geht um nichts, oder? Okay. Es ist so kacken. Du sagst wieder hoch, weiß ich ja. Ja, ich sage auch hoch. Und du guckst runter? Ihr guckt mit. Bleibst dabei oder willst du umändern? Darfst du ausnahmsweise? Ich ändere um, ich bin nicht so abgebrüht wie du. Gut, genehmige ich aber nicht, dann habe ich gewonnen. 1-0 für mich. 2-2! Dabei belassen wir es jetzt. Sehr geil. Ich kriege das. Egal, was ich jetzt mache, ich habe das Ding verrast. Ey, ist das ärgerlich. Das ist schlimmer. Und man merkt es, es ärgert ihn wirklich. Das ja, natürlich. Das ist schlimmer als der fristlose Erkündigung von Sat.1. Und die gab es. Oder die Nicht-Wiederaufnahme von dir aufs Ganze bei RTL. Also, wie soll ich mich hiermit bewerben mit diesem Würfelspiel? Das heißt aber, ich darf jetzt dieses Ding. Du darfst jetzt das Ding aufmachen. Die Assistenten fehlen, das heißt, ich mache das mal selber. Ja. Muss ich jetzt so tun, als wenn ich nicht wüsste, was drin ist, oder? Muss ich irgendwas Besonderes machen? Ich habe ja sonst, du hast ja immer, Renate hieß sie, glaube ich. Ne? Ja, also so eine Bewegung wäre nicht schlecht. Ja, das wird hier ein bisschen. Und lächeln natürlich, in die Kamera okay. Lächeln. Achtung, ihr seht ja zuerst, was hier drin ist. Lächeln, ja, so ist schön. Oh, ja, das ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir. Oh, ja, das bist du. Ja. Das ist ja dein Buch, ne? Du hast tatsächlich ein Buch geschrieben. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Also ich ist falsch. Wir haben es geschrieben, die Delia Krösch, die es da oben auch steht. Eine Kollegin, die ich zufällig kennengelernt habe und die einfach gesagt hat, du, ich mache sowas gerne, schick mir mal ein paar Seiten. Ich lektoriere ein bisschen und dann stellte sich raus, die hat, was das Schreiben angeht, eine komplette Seelenverwandtschaft mit mir entwickelt. Pass auf, wenn ich diese ganz besonderen Würfel noch oben drauf kriege, dann lese ich das Buch auch. Wollen wir drum würfeln, ob du es liest? Nein, ich habe es natürlich auch als Hörbuch, ne? Selbst das natürlich, eingelesen, ne? Nein, ich habe natürlich schon mal reingeguckt und das gelesen. Und es ist auch tatsächlich insofern sehr interessant, du hast es eben schon angedeutet, dass man da auch Aspekte, auch aus deiner Fernsehzeit, Jörg war ja tatsächlich nicht von Anfang an der Geh aufs ganze Showmaster, sondern du hast ja ganz seriös Nachrichten gemacht. Gelernt. Im Regionalfernsehen, dann auch später in den Hauptnachrichten. Und vorher beim Radio, bei der dpa und also bei der Klassischen Zeitung. Das sind alles Sachen, die man so wirklich nur entweder dunkle Erinnerungen hat oder gar nicht so. Auch Anzeigenblatt im Harz habe ich ein Jahr lang gemacht. was lag dir denn lieber? Also tatsächlich Radio. Dieses Seriöse oder dann wirklich Unterhaltung? Gut, also ja, ich sag mal, in dem Augenblick, in dem du es mit Geh aufs Ganze vergleichst, gibt es nichts mehr. Kannst du alles andere abhaken. Hätte es Geh aufs Ganze nicht gegeben, muss ich sagen, wäre ich lieber beim Radio geblieben. Aber ist das auch so eine Überlegung, die man, du wusstest ja nicht, dass Geh aufs Ganze so durch die Decke geht. Ist das etwas, wo man sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich hier, du warst ja auch Redaktionsleiter, also du warst ja auch da nicht irgendwer, dass man das aufgibt und sagt, komm, ich mache jetzt Show, ich mache jetzt Unterhaltung. Also ist das etwas, wo man einfach so leichtfertig sagt, das mache ich. So im Nachhinein sieht das ja alles ganz gut aus, aber Bist du, ich sag mal, im weitesten Sinne käuflich? Und da kam einer und sagte, hör mal, weißt du eigentlich, was beim Fernsehen verdient wird? Das war so Goldgräberstimmung. Da habe ich noch gesagt, ja, das war wieder mal ein Österreicher, der damals einen Beratervertrag hatte bei Radio Hamburg. Da war ich nach dem NR, war ich beim NDR, also beim Radio. Und dann war ich bei Radio Hamburg, dem ersten Privaten, mit RSH, Radio Schleswig-Holstein damals zusammen. Ne? Und der beriet auch gleichzeitig Sat.1. So, und Berater ist das Beste, was man im Alter werden kann. Du kriegst eine Schweinekohle.
brauchst gar nicht viel zu arbeiten und wenn was schief geht, hast du nie Schuld. Ganz geiler Job. Und der kam dann und hat gesagt, möchtest du nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn man mich auch noch sieht, ist ja gar nicht. Vor allem Radio war ja früher, also deine Radiozeit ist ja, also die würde ich nie machen wollen. Ich habe früher ein Studio gehabt, das war dreimal so groß wie dieses hier, mit einer riesen Panoramascheibe. Mindestens 7 oder 8 Kollegen von der Musikredaktion, über die waren alle dann so. Und jeder wusste, wie, und ich war da ganz, ich musste keine Werbung machen, ich musste gar nichts machen. Die wussten auch schon, wenn ich irgendwie mal so gemacht habe, dann wussten, ja, komm, wir machen jetzt Musiktitel, den kann man besser blenden als einen Vokaltitel, jetzt wieder mal was sagen. Das war einfach so. Und heute ist, ich habe neulich bei Antenne Kaiserslautern, da habe ich das Buch eingelesen. Und wenn du da die Kollegen siehst, das wird wahrscheinlich heute bei allen Radiostationen sein, die machen die Werbung, die machen alles, die alles müssen alleine, auf alles ja. achten. Ja. Und jetzt sollst du noch Sinn für Humor oder für Nette, das ist schon aller Bewunderung wert, mein lieber Mann. Ja, das ist, da muss man wirklich multifunktional. Ne? Ich hab Radio auch gemacht und das war auch tatsächlich, wie du sagst, dass man wirklich dann alleine im Studio ist. Radio FFN in Hannover. Ja. Ach, Mann, einer meiner liebsten Kollegen damals auch bei Radio Hamburg. Aber gut, da bist du noch gar nicht geboren gewesen. Der ist dann, da hat FFN gerade aufgemacht und das war unser härtester Konkurrent dann. Ja, die gibt's ja beide noch. Radio Hamburg gibt's ja auch heute. Die haben sich gegenseitig. Ja. Und das war nicht nur charmant, was da hinterher ging. Aber war auch sehr, sehr, sehr geil, FFN, ja. Ja, aber tatsächlich dann nicht die verkehrteste Entscheidung, dann Fernsehen zu machen, vor allem dann geh aufs Ganze zu machen. Man kann es ja wirklich auch ohne, ja, man kann es sehr bescheiden eigentlich sagen, aber das war ja eine der Aushängeschilder des Senders. Du warst eines der Aushängeschilder des Senders. Warum ist das Ganze überhaupt zu Ende gegangen? Das hätte doch eigentlich ein ewiger Erfolg sein können. Warum ist diese Ära dann für uns, also ich glaube, da kann ich für euch auch sprechen, so schlagartig auch zu Ende gegangen, dass plötzlich Schluss war? Also wenn ich nichts sage, heißt das immer kein Kommentar. Ja, das waren unschöne Dinge und deswegen, da müsste ich dann auch, also ich könnte jetzt Personen No-Name nennen, das macht keinen Sinn und sie bei Namen zu nennen möchte ich nicht. Und ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nur im Unrecht war. Das war halt, ja, man kann es grob sagen, es ging um die Gestaltung der Preise. Es traten Sponsoren auf, die, ich sag mal, ich musste eine Sonnenbrille im Tor präsentieren. Und wenn ich das 10-mal gemacht habe, dann waren sie bereit, ein Auto zu sponsern. So, jetzt präsentieren wir eine Sonnenbrille. Gut, 2 Assistentinnen, 32 Sonnenbrillen, kann man mal machen. Aber mit der Auflage, erst wenn das 10-mal, ob gewonnen oder nicht gewonnen, ist ja egal, dann wird ja, es wird ja immer präsentiert, dann gibt's ein Auto. Aber danach gab es dann kein weiteres und dann kam der nächste auch mit ähnlichen Auflagen. Und das war natürlich, sage ich mal, einfach ökonomisch bedingt. Ist ja auch nicht das, was man der Zuschauer unbedingt sehen will. Ne? Dann so ist es, ja. Und was ich nicht verstanden habe, wenn du jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht abwertend, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, das mit der Preis ist heiß vergleicht, da war von vornherein klar, es geht um Haushaltswaren, auch um höherwertige Haushaltswaren, aber das war ja Sinn, zu wissen, was kostet dies, was kostet das. Und Harry hat das perfekt gemacht und alles ist schön, aber diese Preise konnten wir ja jetzt nicht adaptieren in einer Sendung, die Trailer in Las Vegas gedreht hat. So. Die man auch anders gewohnt war natürlich. Die man anders gewohnt war. Und beim ersten Mal war es denn so, dass dann eben der Kollege Bubedame Hörig für mich übernommen hat, weil sie mich nicht mehr wollten. Deswegen hat es halt Streit gegeben. Dann kam ich wieder und bei Kabel passierte das dann nochmal ähnlich. Weißt du denn, warum man das gemacht hat? Weil letztendlich, ich meine, die Sendung, man musste ja nicht sparen. Die Sendung war ja erfolgreich. Die Sendung hat ja auch funktioniert. Warum kommt man auf die Idee? Oder sind das, die war schon sehr schweineteuer. Also jetzt gar nicht mal, was die Preise alleine angeht. Also wir waren, was sich ja keiner so richtig vorzustellen vermag, wir waren 70 feste Kollegen, fester. Und die waren alle rund um die Uhr beschäftigt. Also die Sendung war wirklich wie im Zirkus. Wenn du, weiß ich nicht, ein Salto drehen willst, gehört da eine ganze Menge zu, das alles abzusichern. Ja. Ne? Selbst wenn man es manchmal nicht unbedingt brauchte. Aber das war halt notwendig. Dann die Studiomiete. Nach jeder Staffel musste ja alles leergeräumt werden, wurde dann im Saarland gelagert. Also alles abzubauen. Ach, das heißt ja wirklich bringen. Immer komplett Besen rein übergeben. Und dann wurde was, dann ging was kaputt. Dann war das so, du hast Licht und Ton, was schweineteuer ist. Und die Amis haben halt, meines Wissens, will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, pro Folge...
zur D-Mark-Zeit 10.000 D-Mark genommen. Und wir haben 240 Sendungen im Jahr gedreht. Wie die Lizenzgebühren heute wären, weiß ich jetzt gar nicht. Also die war sehr, sehr, sehr teuer, die Sendung. Und na klar, und wenn dann ein Sponsor kommt und sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, kann ich den Sender verstehen. Weil sie hat alle auch nicht, so wie sie nicht verstanden haben, dass man nicht nur mit jungen Zuschauern spielen sollte, sondern eben auch mit der anderen Generation, haben sie auch nicht verstanden, dass das Bild sich dann plötzlich ändert. Ja, mal eine Bügelstation reinzustellen, wenn daneben das Auto steht, oder auch nur ein Bügeleisen, das ist geil, das haben wir auch immer gemacht, aber wenn du nichts anderes mehr hast, ist das natürlich so. Und dann kamen noch ein paar andere Unschönheiten dazu, aber also nichts, wo ich sage, dass ich jetzt so gram wäre, dass ich auf den Sender jetzt schimpfen oder sonst was würde. Also hier, liebes Sat.1, liebes RTL, wer von euch als erster hier aufs ganze Revival will, da bin ich. Ne? Ja, aber das ist mal ohne Spaß, weil das wollte ich ja fragen. Es gibt ja wirklich, glaube ich, unzählige Fans noch da draußen. Man hat auch gesehen, es gab ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, im Fernsehgarten, wo das Ganze auch nochmal aufbereitet das wurde war, mit dir. Was auch, glaube ich, sogar die quotenstärkste Sendung der Staffel war. Ja. Also die Nachfrage scheint ja da zu sein. Also hast du da ernsthaft mal drüber nachgedacht, dass es das, ich glaube, du würdest ja sehr, sehr vielen aus der Seele sprechen, wenn es das wirklich nochmal geben würde? Ich würde es, kam mal so die ein oder Anfrage, ich würde es gerne machen, aber nicht wie heute revivalt wird. Sie haben es ja mit Preis ist heiß versucht und mit, weißt du, wenn du denn 30 Leute im Studio hast und eben nicht Entertainer bist, sondern ich brauche die 300 hinter mir, weil die machen in meinem Gesicht das, was du am Fernseher siehst. Wenn ich da hinten 30 habe, von denen nachher nach der dritten Aufzeit nur noch 10 da sind, oder die müssen sich zwei oder dreimal umziehen und werden versetzt hingesetzt, das funktioniert nicht. Das kannst du als Schauspieler machen, dann ist noch besser, das haben wir ja auch mal gemacht. Haben wir in Düsseldorf für so einen Randsender, sage ich mal, produziert. Das war super schön, bis der halt leider dann pleite war. Da haben wir das ohne Zuschauer gemacht. Das war auch ganz toll. Also du kannst mit diesem Format alles machen. Wir machen das ja auch auf Galas und was weiß ich, überall. Und das ist richtig toll. Und bei Galas hast du halt immer das Problem, das Auto. Beim letzten Mal war es ein geiler Toyota. Also ihr spielt da richtig dann auch um, genauso wie man es... Ja, in Erfurt, weil der Hauptpreis war ein Toyota, Premium-Klasse. Und die Ansage dann, der muss raus, Jörg. Und das ist natürlich so. Und da gibt es das, das hätte ich ja mit dir vorhin gemacht, wenn ich gewonnen hätte. Dann sage ich halt einfach nur, pass auf, kriegst noch eine Chance. Ne? Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Und so. Dann, egal welche sagst, dann hast du halt gewonnen. Da kommt man denn so raus. Das ist natürlich sehr elegant. Aber verloren zu haben gegen dich, das ist wirklich, also wäre schön. Das werde ich mir auch, glaube ich, mein Lebtag nicht sehr schön. Aber einigen uns auch, es lag an den falschen Würfeln. Das waren nicht die das sonst mal. Das weiß ich, das ist zu billig. Nee, das ist, ich weiß es nicht, das ist vielleicht... Ja, okay, wir können das natürlich, das habe ich ja früher immer gedacht, ne? Also ich fange nochmal an, nochmal ein Revival von Geh aufs Ganze. Aufgrund meines Alters, sage ich mal, kann man die Jahre, die ich nochmal überschaue, ja, die kann man... Ich glaube, du hast das, wir haben es ja gesehen, immer noch... Also, Jupp Heesters muss es am Ende nicht sein. Die kann man noch überschauen und dann macht man nicht so einen radikalen Wechsel, der eine schnell raus und der andere rein, sondern man führt den Jungen, also dich zum Beispiel, führt dich dann allmählich ein. Ja, du fängst an. Eine elegante, egal wer, ne? Aber wäre eine elegante Lösung, das ganze Ding auf jeden Fall nochmal an den Start zu bringen. Solltest du das mal, ich sag mal, Harry könnte ja dann mal mit Preis des Heiß zu Sat.1 gehen. Machen wir den kompletten Wechsel. Und machen wir mal den kompletten Wechsel, ja. Ja, wir schauen mal wirklich, was die Zukunft bringt. Würde mich, glaube ich, würde viele andere auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank erstmal für das Gespräch, lieber Jörg. Hat super viel Spaß gemacht. Der letzte Umschlag, den haben wir hier noch, der ist tatsächlich für euch. Und da der kleine, aber dezente Hinweis, diesen Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Also lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und ich glaube, wir würden jetzt falsch liegen, wenn wir nicht traditionell enden würden, sondern in guter alter Manier mit Jörg enden würden. Also ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und lieber Jörg, nicht vergessen. Kann mich dem nur anschließen und sagen, wir sehen uns wieder. Bei Sat.1 oder RTL, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir sind sehr gespannt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.